Hi Leute, so ich habe heute einen Interviewgast bei mir und ich freue mich ganz besonders, dass sie dabei ist und ihre Erfahrungen teilt. Und ja, heute ist die liebe Emma bei mir von Raw Nourishment. Genau. Hallo Tobias und hallo an alle, die zuschauen. Ja, schön, dass du eben mit dabei bist. Bin ganz gespannt. Wir haben uns nämlich heute ein Thema rausgesucht und zwar geht es um die Gefahren von Früchten, einmal von einer zu schnellen Ernährungsumstellung, sei es jetzt in die Rohkost, zu viel Früchte und so weiter, auf was man dabei achten sollte, auf was du zum Beispiel achten kannst, wenn du zum Beispiel sowas gelesen hast wie die schleimfreie Heilkost und dann sehr begeistert bist von Früchten oder einfach von der Rohkost und gemerkt hast, was da für eine Heilung möglich ist, gesundheitlich, zu was für, ja, wie man dazu mehr Energie, Ausgeglichenheit kommen kann durch so eine Ernährungsumstellung. Ja, und dem wollten wir uns heute mal widmen, weil mir ist es zum einen, mittlerweile, ich glaube, letztes Jahr habe ich so viele Gespräche geführt, ich hatte es vorhin auch schon zu Emma gesagt, ich glaube, über 1000 Telefonate mit euch geführt, auch ganz kurze zwischendrin, und da habe ich halt auch immer wieder gemerkt, dass diese Punkte aufgetaucht sind, dass ihr ja auch diese Schwierigkeiten habt, die ich eben auch am Anfang hatte, dass ja die Entgiftung dann einfach zu stark war, zu viele Gifte gelöst wurden und dann gewisse Symptome auftreten, dass die Haut gelb wird, dass das Gewicht stark runtergeht, dass Schwäche, Müdigkeit auftaucht, weil der Organismus einfach überfordert ist und man es nicht schafft, die Toxine, die gelöst wurden, dann auszuleiten. Ja, und vielleicht übergebe ich jetzt mal direkt zum Start einfach mal an Emma. Du hast ja auch da deine Erfahrungen gemacht. Vielleicht magst du die mal zu dem Thema mit uns teilen. Wie's bei dir? Sehr gerne. Also ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist es so, dass wenn sie mit der Rohkost anfangen, erstmal total begeistert sind von den Früchten, weil sie zum einen gut schmecken, weil sie einen anfangs auch gut fühlen lassen. Und so war das bei mir auch. Ich habe am Anfang dann hauptsächlich Früchte gegessen, Grünzeug, eher ungern und auch nicht wirklich regelmäßig. Und das ging die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate, ganz gut. Aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich einen Gang zurückschalten muss, was die Früchte angeht, und vermehrt Grünzeug in meine Ernährung einbauen muss. Ich hatte mich dann auch darüber informiert, wie das alles mit den Früchten, mit dem Grünzeug am besten sein sollte. Und da habe ich dann eben erfahren und auch an meinem eigenen Körper zu spüren bekommen, dass Früchte die Lebensmittel sind, die unseren Körper am stärksten entgiften. Und wenn man jetzt am Anfang nur oder hauptsächlich Früchte isst, dann geht die Entgiftung einfach zu schnell und zu stark voran. Und dadurch können dann verschiedene Entgiftungssymptome auftreten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Hautprobleme, Haarausfall. Und es kann dann leider auch passieren, dass im Körper zu viele Säuren auf einmal freigesetzt werden, dadurch, dass man eben viele Jahre hauptsächlich säurebildende Lebensmittel gegessen hat, wie ja diese ganzen konventionellen Milchprodukte und so weiter. Und was der Körper dann macht, ist, dass er aus den Knochen Mineralien zieht, um diese Säuren zu neutralisieren, wenn eben nicht durch die Ernährung genügend Mineralien aufgenommen werden. Und die befinden sich eben ja im Grünzeug. Und ja, das kann dann mit der Zeit zu einem Mineralienmangel führen. Und es äußert sich dann zum Beispiel in Problemen mit den Zähnen, in Problemen mit den Knochen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man am Anfang viel Grünzeug isst, den Früchteanteil erstmal so ein bisschen runterschraubt und ja, da einfach nicht in eine zu starke Entgiftung kommt. Ja. Und was hattest du dann für Symptome persönlich da und wie hat sich das für dich dann damals angefühlt, beziehungsweise auch, ja, was du ja von anderen Leuten mitbekommen hast? Also du hast ja jetzt schon einiges angeschnitten,
Ja, bei mir war es zum Glück so, dass es nicht zu starke Symptome waren. Das lag aber auch daran, dass ich meine Ernährung sehr langsam umgestellt habe. Also ich war erstmal ein Jahr vegetarisch, dann war ich vegan, aber eben noch sehr Junkfood vegan. Und mit der Zeit habe ich dann immer mehr frische Lebensmittel mit eingebaut, bis ich dann nach ein paar Jahren bei der Rohkost gelandet bin. Und wie gesagt, am Anfang habe ich eben viele Früchte noch gegessen, Grünzeug eher weniger. Und ich habe das dann zum Beispiel zu spüren bekommen, dass ja einfach nicht genügend Mineralien im Körper vorhanden sind, weil meine Zähne sich verschlechtert haben und weil ich auch Haarausfall bekommen habe. Das war jetzt nicht super dramatisch, weil ich das dann eben rechtzeitig noch geändert habe und dann eben mehr Grünzeug gegessen habe. Aber bei vielen anderen Menschen habe ich mitbekommen, dass man sich da wirklich in ein ja, sehr krasses Tief bringen kann und dann so kaputt ist und geschwächt ist, dass man ja irgendwie keine Lebensfreude mehr verspürt, nicht mehr wirklich fit, beweglich ist, am liebsten nur noch auf dem Sofa liegen würde. Und das finde ich auch total schade, weil da draußen auch einfach so viel Unwissen herrscht, beziehungsweise ja, falsche Informationen weitergegeben werden, was das Thema angeht. Deswegen betone ich das auch immer wieder in meinen Videos, dass es super wichtig ist, bitte am Anfang nicht zu viele Früchte zu essen und den Fokus mehr auf Grünzeug zu haben. Und dazu kommt ja auch noch, dass in Deutschland die Früchte ja meistens unreif sind, überzüchtet sind und das kann dann eben auch nochmal zu diesem Mineralienmangel führen. Ja, absolut. Also das habe ich genauso festgestellt. Das mit den Haaren war bei mir eben auch ähnlich zu Beginn, ja. Wo dann irgendwie erst so ein Drittel der Haare rausgefallen ist und ja, dann habe ich sie auch nochmal kurz geschnitten gehabt und dann erstmal wieder nachwachsen lassen. Und da merkt man halt auch ganz gut, mittlerweile habe ich halt wirklich gemerkt, so das beste Messinstrument sowieso ist eigentlich der Körper. Und man merkt halt auch, es ist eine ganz feine Balance. Aber umso mehr man auf den Körper hört und umso mehr man das Körpergefühl entwickelt, und das ging bei mir jetzt halt die Reise dann im Grunde begonnen, wo ich halt mich vegetarisch ernährt habe vor 14, 15 Jahren, und dann Schritt für Schritt, dann merkt man halt auch, wenn man ein bisschen aus diesem Ungleichgewicht kommt, dass zum Beispiel, wenn man halt zu viel Früchte isst, dann ist der Körper halt so, man wird so zittrig, so nervös innerlich. Ja. Also vielleicht, ja, genau, kennst du bestimmt auch, oder wenn du schaust. Jetzt, wo du sagst, ja, fällt es mir wieder ein. Genau, und auf diese Symptome kann man halt gezielt auch immer nach einer Mahlzeit hören. Und mittlerweile ist es bei mir halt auch so, dass ich immer genau spüre, was von wie viel ich essen möchte. Wenn man dann halt gleichzeitig wieder zu viel Fett isst, dann wird man halt wieder so lethargisch, die Verdauung wird sehr träge. Und da gilt es halt immer, so ein gesundes Maß zu finden, dass der Körper alles gut ausleiten kann, aber dann trotzdem eben, dass es halt nicht zu viel wird. Und am Anfang, einem ist das Ausmaß halt auch nicht bewusst, wie viel Toxine daran gelöst werden. Ich dachte am Anfang auch, alles läuft super. Aber am Ende ist es halt so, wie wenn du so einen Trichter hast und du hast halt hier nur diese kleine Öffnung. Und wenn du halt hier oben, du löst die ganze Zeit und irgendwann ist es halt voll der Trichter und es läuft halt über. Und man kann halt nur dieses, man hat halt nur dieses Ventil, der Körper kann nicht so viel auf einmal ausleiten. Natürlich kann man das so ein bisschen vergrößern, das Ventil mehr ausleiten, indem man eben einfach mehr Basenbäder macht, Einläufe macht und diese ganzen Detox-Methoden anwendet, den Lymphfluss einfach in Gang hält und so weiter. Aber das geht halt auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Und wenn man halt zu groß diesen Sprung hat in der Ernährung, dass man sich plötzlich zu gut ernährt, dann löst es halt wirklich über die Monate, über die Jahre halt einfach zu viel. Und ja, die meisten können dieses Maß noch nicht einschätzen. Ich konnte das am Anfang überhaupt auch nicht einschätzen eben. Es ist einfach auch unglaublich. Man muss sich aber dann auch immer mal wieder bewusst machen, man hat jetzt über Jahrzehnte, über Generationen hinweg wirklich sehr viel Schrott gegessen. Nach dem Krieg hat es ja im Grunde angefangen. Und es ist halt dann wirklich zu berücksichtigen. Und dann kann das nicht innerhalb von einem Monat Detoxen oder einem Monat Fasten raus sein.
Das benötigt einfach eine längere Zeit und es braucht auch einfach seine Zeit, bis der Körper sich da regenerieren kann, bis er sich auch wieder hydrieren kann. Man kann sich das so vorstellen, ja, wie bei einem Schwamm, ne? Du hast da so einen Schwamm und dann kippst du da Wasser drüber, so einen alten, verkrusteten Tafelschwamm, ne? Wie in der Schule. Der saugt sich nicht sofort auf. Am Anfang schüttest du einfach das Wasser drüber und es läuft so drüber, bis der erstmal wieder so ein bisschen Wasser gesaugt hat. Und dann saugt er sich langsam auf. So. Und beim Körper ist es halt genauso. Man braucht die Zeit, bis die Organe, das ganze Gewebe sich wieder richtet, bis es sich wieder hydriert und da wieder, ja, in besseren Zustand kommt. Genau, ja. Genau. Sehe ich genauso. Ja. Fallen dir da noch Punkte ein, die man da dann beachten kann außerhalb, ja, der Ernährung dann eben, um dann besser auszuleiten, um den ganzen Prozess dann auch besser zu unterstützen, jetzt nicht nur eben ernährungstechnisch, sondern auch vom Bewusstsein her, von, weiß nicht, Körperübungen, Meditation, hast du da sonstige Sachen noch angewendet? Ja, also mir haben die Einläufe unglaublich viel geholfen und empfehle ich eigentlich auch so gut wie jedem, der eben seine Ernährung umstellen möchte. Damit sorgt man einfach, dass die Gifte schneller und besser aus dem Körper rauskommen, dass die Entgiftung auch nicht zu stark ist, beziehungsweise diese Rückvergiftung. Und ich finde es einfach so simpel, weil du musst da nicht irgendwo zu einem Arzt gehen, du kannst es ja in deinen eigenen vier Wänden machen, ist ja erstmal auch ja sehr intim und hat man vielleicht ein bisschen Scheu vor, aber das legt sich dann mit der Zeit auch. Und was ich auch gut finde, sind so Dinge wie Basenbäder, aber auch viel in die Natur gehen, also mal komplett raus aus dem Stadtleben oder aus diesem hektischen Leben. Meditation hat mir auch sehr viel geholfen, damit auch dieses Bewusstsein, was sich mit der Zeit auch mit der Ernährungsumstellung entwickelt, dass das Bewusstsein da eben auch so nachziehen kann. Also ich würde sagen, Einläufe beziehungsweise Darmreinigung generell, viel Zeit in der Natur, meditieren und Basenbäder. Das sind so für mich die größten Punkte, was die Entgiftung bzw. die Unterstützung der Entgiftung angeht. Ach, schön, super. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ist bei mir sehr ähnlich. Ja. Gerade Körperübungen haben mir dann auch sehr geholfen, weil man fällt sonst sehr schnell in so ein Loch, wo der ganze Stoffwechsel, der ganze Kreislauf nicht mehr so in Schwung ist. Und es ist halt besonders wichtig, dass dann nichts im Körper stagniert, dass man zumindest halt leichte Körperübungen macht, das macht, was man halt machen kann und da dann Schritt für Schritt eben einfach täglich mehr integriert, ja. Ja, genau. Ja, hast du noch abschließende Worte? Ich erwähne es immer wieder gern, also startet bitte nicht mit zu vielen Früchten in die Rohkost oder generell in die pflanzliche Ernährung. Achtet darauf, dass ihr eben ausreichend Grün zu euch nehmt, aber auch Fett, also vor allem am Anfang sollte man vor Fett nicht zu viel Scheu haben, da kann man schon mal, ja, je nachdem, ist ja auch individuell, aber ein paar Avocados essen oder sich ein Dressing aus Nüssen machen. Geht das Ganze langsam an? Das ist ein Prozess, der ruhig viele Jahre dauern kann und man sollte da wirklich nie von heute auf morgen vom Hardcore-Fleischesser zum 100%igen Rohköstler oder vielleicht sogar Frutarier werden. Und ja, macht nebenbei auch so Dinge wie Darmreinigung, Körperübungen, Meditation und dann sollte es da einem mit der Zeit immer besser gehen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, das denke ich auch. Das habe ich auch oft beobachtet. Das geht ja auch einher. Viele stellen ja Ernährung um. Ist mir nur gerade dazu gekommen eben. Und dann vergessen sie solche Sachen, die dann irgendwie neben der Ernährung liegen, weil das sind eigentlich, es ist halt immer ein ganzheitlicher Prozess. Und viele erzählen dann halt, das und das Ernährung umgestellt, aber dann nehmen sie noch Medikamente oder sonst was und das täglich
dann würde ich eher schauen, die Ernährung langsamer umzustellen und dann erstmal probieren, die Medikamente abzusetzen, dass du erstmal da frei und unabhängig wieder wirst und ja, dein Körper wieder diese Funktion übernehmen kann. Ja. Ja. Ja, super, sehr schön. Vielen Dank dir. Und ja, wenn ihr zugeschaut habt, dann könnt ihr Emma, ja, wenn ihr Emmas Kanal noch nicht entdeckt habt, dann geht unbedingt mal drauf. Sehr viele, sehr hilfreiche, gute Videos drauf. Schaut euch da mal um. Und ja, wir haben auch noch eins gemacht gehabt zu den Zähnen. Ich hatte ja auch hier auf dem Kanal schon mal eins gemacht. Und ja, da hat Emma auch noch mal ihre Erfahrungen geteilt. Wir sind noch mal auf ein paar mehr Punkte eingegangen. Schaut euch das auch noch mal unbedingt an, wenn ihr da auch eben Probleme mit hattet. Ein paar Symptome aufgetaucht sind bei der Ernährungsumstellung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag heute. Und ja, geht raus in die Natur, entdeckt die Welt, genießt das Leben. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.